Herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit Arezu. Ich bin Arezu und das hier ist ein Drache. Und mit der reden wir jetzt, ne? Hallo, meine Hübsche. Ja? Wer bist du und warum möchtest du ein furchteinflößendes Ungeheuer sein? Du möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Okay, mehrere Kommentare. Erstens, sie hat keinen Schnupfen, sie ist einfach bloß gerade ein bisschen traurig und hat wahrscheinlich geweint. Und hier haben wir einen Haufen Eisbecher, die ich beim letzten Mal überhaupt nicht registriert habe. Dann, Nate ist ganz sicher nicht die Person, die einen Punkt wie sexuelle Belästigung vorbringen sollte. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er es eher gutheißen würde. Oder zumindest verharmlosen. Und was wollte ich sonst gerade? Achso ja, wir wissen jetzt, dass diese Drachin die ist, die wir vom Anfang kennen und Ivo sie ihren Job gekostet hat. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? 3 Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ja, das ist gut. Nate, du könntest nicht mal ein bisschen was Ermutigendes sagen. Du müsstest das nicht mal strecken. Sie hat recht, das ist eine coole Höhle. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hatte irgendwas. Verdammt. Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja, wo ist es? Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen oder so etwas? Wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Das Buch ist Schrott, so sei es, Kämpfemonster. Es gibt ja ein paar Spiele, bei denen man den Schurken dort spielt und Dungeons baut. Die bekanntesten dürften Dungeon Keeper natürlich sein und Dungeons. Und Dungeons habe ich mir geholt und fand's recht cool an sich, aber es bräuchte einen freien Modus, der tatsächlich endloser ist. Weil so ist es irgendwie zu kurz. Und dann ist es immer irgendwie das gleiche gewesen. Und dann, um das aufzubessern, haben sie in Dungeon 2 den Kampf an Land dort reingemacht und der war nicht gut. Ich könnte mir theoretisch Dungeons 3 mal angucken. Egal, wo waren wir? Das Buch ist Schrott oder so sei es, Kämpfermonster. Ach ja, und bei ihr sind die Untertitel direkt vorm Gesicht. Warum? Ich meine, man kann sie überall hinpacken. Warum direkt vors Gesicht? Das ist doch völlig überholter Blödsinn. Meinst du? Na klar. Konfrontation bringt einen nicht weiter. Du musst dir Verbündete suchen. Networking heißt das Zauberwort. Networking? Davon steht hier nichts. Vielleicht kommst du später nochmal wieder, wenn ich mehr gelesen habe. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn?
Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden. Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Nein. Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Außer, hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Nicht wirklich, aber vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz, oder? Genau. Ich meine, Dagobert Duck hat mit einem Groschen angefangen, ne? Was ist das hier für ein Ort? Meine Drachenhöhle. Schon klar, aber was war es vorher? Diese Maschinen da drüben sehen sehr alt aus. Die Zwerge haben sie gebaut. Vor Jahrhunderten. Sie haben hier im Vulkan nach seltenen Metallen geschürft und einige mächtige Waffen geschmiedet. Doch dann ist der Schrecken auf sie herabgestürzt. Ein mächtiger, rosa Drache vertrieb sie. Aha. Gefällt dir die Geschichte? Ich arbeite an meiner eigenen Legende. Jedes furchteinflößende Ungeheuer umgibt sich mit einem Netz aus Mythen und Legenden. Gut, ja, ist allerdings natürlich nicht die zuverlässigste Variante, um hier an Infos zu kommen. Ich muss weiter, schön weiter üben. Natürlich, natürlich. Tja, okay. Wir haben noch nichts um... Moment, hier raus eine tatsächliche Spitzhacke zu machen. Ich kann auch nicht einfach... Kann ich mit der Zange die Schale greifen? Nein. Ich kann auch nicht einfach dort aus dem See Flüssigkeit nehmen. Okay, dann... Ein glatter, etwa faustgroßer Stein. Er erscheint mir relativ leicht zu sein. Okay, könnte wichtig sein. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Da haben wir die Erdwichte. Da haben wir die Oger. Da konnten wir ja nicht wirklich was weitermachen, ne? Okay, hier haben wir gerade nicht wirklich was zu tun. Wir gehen mal zum Orglager. Ich meine, vielleicht können wir den genug ärgern, dass er uns Schrott runterwirft. Ansonsten haben wir hier auch die Presse, aber bisher habe ich nicht wirklich was, das ich pressen will. Hallo, Häuptling! Zum Gruße, Mensch! Ich habe mich umgehört, ich werde selbst Krieger werden. Schau mal, was ich habe, einen Kriegerhelm. Okay, wir fangen erstmal mit dem an, weil ich glaube, das hier wird vorgreifen. Hier lässt sich nirgendwo ein anständiger Krieger finden. Also werde ich zum Krieger werden und diesen elenden Wettkampf gewinnen. Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung besorgen. Na, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer x-beliebigen Ausrüstung hier reinspazieren lasse. Meine Ausrüstung wird Imba sein. Wir werden sehen. Okay, ja, die kennen sich beide mit Spiellogik aus, ne? Nun lass mich endlich rein oder schau mal, was ich habe, den Krieger ein. Na, erstmal versuchen wir's. Lässt du mich nun endlich in euer Lager? Warum? Du bist immer noch ein schwächlicher kleiner Wurm. Was ist mit dem Kriegerset, das du besorgen wolltest? Ich arbeite dran. Dann komme wieder, wenn du etwas vorzuzeigen hast. Okay, hier, ich hab was. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er kann reden. Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Er streikt. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Du machst es nicht besser. Aha. Es ist nur... Mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast?
Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Okay. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Gut. Inzwischen weiß ich auch, woher die Stimme kommt. Das ist die Sylvester Stallone-Stimme. Sylvester Stallone, kleiner Schauspieler, aber bekannt durch Guardians of the Galaxy 3. Entschuldigung, Guardians of the Galaxy 2. Hey, Donnerhoof, 2. Wegen des Blitztanzes. Oh, mal sehen, wie er reagiert. Donnerhoof? Oh Gott, haben die Pilze ihn getötet. Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen, da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Ja. Hier haben wir den Topf. Mit dem haben wir immer noch nichts gemacht. Mein gehörnter Freund befindet sich auf einer spirituellen Reise, schätze ich. Weit, weit weg. Aber das wird schon wieder. Hoffe ich. Mein gehörnter Freund... Okay. Aber das wird... Immer mal mehrmals durchprobieren, ne? Tja, hier können wir aber auch gerade nicht wirklich was machen. Tja. Ja, wir wissen, wo der Schild ist. Nämlich bei denen hier. Entschuldigt abermals. Ja, okay. Oh, Moment mal, ich kann mit den verschiedenen reden. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Willst du etwa das ganze Essen auf dem Teller verdrücken? Sloth scheint ein ziemlich strenger Bruder zu sein. Du musst großen Hunger haben, Grump. Es ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Sloth nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Sloth nicht erlauben. Und Sloth kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Okay. Ja, Kettenblitze sind bei Schamanen auch eben in, gerade in Warcraft, ziemlich gewöhnlich, ja. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Sloth nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Sloth immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Sloth gerne Cocktails trinken. Ogre-Cocktails. Das hilft uns doch weiter. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Okay, wirst du auch schnell betrunken? Was hältst du davon, wenn ich euch einen Ogre-Cocktail mache und er scheint ein strenger Bruder zu sein? Mir fällt gerade auf, dass dieses Totem irgendwie grimmig guckt. Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Sloth? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Sloth. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Tja, offenbar bestimmt das Hören, wie man dort betroffen wird. Oder sie haben einfach zwei separate Metabolismen. Das wäre auch möglich. Zumindest teilweise separat. Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Sloth. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Siehste, sehr schön. Was braucht man denn dafür? Hoffen wir mal, dass er tatsächlich kochen kann. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol. Okay. Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein, Schnaps? Purer Alkohol? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert.
Menschlein kann in Höhle suchen. Oh, das ist nett. Die Zutaten? Okay, das ist hilfreich. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schlaf ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schlaf gar kein richtiger Kerl. Schlaf noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Ja, immer noch in der Wunde rumstechen, Nate, ne? Rumstochern. Zum Gruß, Slav. Ah, du bist es, willkommen. Was liest du denn da? Was genau liest du denn da? Oh, es ist ein wirklich faszinierendes Buch über die neuesten Entwicklungen in der Kettenblitzforschung. Als Magier muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Leider komme ich viel zu selten dazu, in Ruhe zu lesen. Grump hält nicht viel von Bildung. Das heißt, wenn du schon mal Zeit hast? Dann nutze ich sie und lese am liebsten gleich das ganze Buch. Verstehe. Ja, dass Grump hier direkt Angst vor dem Kettenblitz hat, ist aber auch seltsam, ne? Denn damit der Kettenblitz seine Wirkung entfalten kann, muss er hin und her springen. Das heißt, ja, Sloth müsste sich im Prinzip selbst als einen Feind deklarieren und den Blitz zwischen sich beiden hin und her blitzen lassen. Eventuell würde das funktionieren, wobei normalerweise sowas wie ein doppelköpfiger Ogre als eine Entität gesehen wird. Ihr beide scheint sehr unterschiedlich zu sein. Man kann es sich nicht aussuchen. Und es ist bei zweiköpfigen Ogern auch alles andere als ungewöhnlich, dass beide sehr unterschiedliche Interessen haben. Totschlagen! Ich kann mir vorstellen, dass es häufig Streit gibt. Wir haben unsere Spielregeln. Vormittags bestimmt Grump, was wir tun. Nachmittags bin ich an der Reihe. Ich muss weiter. Bis dann. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, mal wieder ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Verdauungsprozesse und Totschlagen drehte. Gut, ja, diese Aufteilung... Oh, da hatten wir einen kurzen Glitch. Diese Aufteilung in Vormittags und Nachmittags haut ja nicht wirklich hin, weil er hat ja ganz am Anfang gesagt, dass Grump verantwortlich gerade ist für die Körperhygiene. Das heißt, erst einmal ist auch seltsam, wie er dafür verantwortlich sein kann, wenn der Körper der beiden das macht, ne? Hat überhaupt Vorteile für Zloff dann nicht verantwortlich zu sein? Oder heißt das einfach, es muss in der Zeit von der Person gemacht werden, also in diesem Falle vormittags? Und wenn Zloff dran ist, dann muss es nachmittags gemacht werden. Ja. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir hier die Höhle erkunden können. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.